Ja, eine kleine Spielerei. Ich wurde gebeten, meine Top 11 des Weltfußballs darzustellen. Da wird man meine, oder man sieht hier meine Neigungen ein bisschen. Es ist kein Geheimnis, dass ich großer Bayern-Fan bin und zwar ein ernsthafter, nicht so ein Erfolgsfan, sondern ich fliege den auch dauernd hinterher. Deswegen findet man hier den einen oder anderen aus diesem Verein. In Hamburg liegt mein Favorit, der spielt eher in Braun. Von daher findet man auch da was. Und dann will ich natürlich meine Mannschaft, ohne dass ich irgendjemandem zu nahe trete, aber will ich die auch nicht ganz vernachlässigen. Von daher ist das ein Mix aus diesen Dreien und da möchte ich meine Top 11 inklusive Trainer dann zusammenstellen im Tor. Kult auf Brauner Seite und allein für das Interview damals im aktuellen Sportstudio hat Volker Eppich, an dem geht kein Weg dran vorbei, trotz Olli Kahn oder ähnlichen Personen, möchte ich hier auf den guten Volker setzen. Auf den Außenverteidigerpositionen spielen wir offensiv, wie man es kaum besser spielen kann, glaube ich, mit Philipp Lahm und David Alaba. Meine beiden Lieblinge, die im Moment in Rot die Außenbahnen beackern. Für die Stabilität im Abwehrzentrum sorgt mein Trainerpartner, den ich als Gegenspieler habe ich ihn wirklich gehasst, so ein Schlachter. Aber dann als Mitspieler war er dann ganz lieb und als Trainerpartner ist er genial. Also findet er sich zu Recht in meiner Top 11 wieder. Dann ein weiteres Zugeständnis an den Braunen Stadtteilclub mit Holger Stanislawski, mit dem ich das Glück hatte, 2 Jahre zusammenspielen zu dürfen. Früher der junge Stanislawski, der damals schon ein toller Typ war und der soll mit Hoffi bitte das Abwehrzentrum abbilden. Dann Basti Schweini, BS31 Fußballgott im Zentrum, an dem ja wohl überhaupt gar kein Weg dran vorbeifährt. Da kann man ja gar nicht zu einer anderen Einschätzung kommen. Wir spielen dann im zentralen Mittelfeld davor mit zwei wunderbaren Fußballern. Der erste aus meiner jetzigen Mannschaft, mein Kapitän. Ein ganz netter Kerl auch. Hoffi und ich nennen ihn immer ein bisschen Nörgli, weil er immer was zu meckern hat. Er findet halt immer irgendwas. Irgendwas ist nicht ganz schief, aber ist echt ein netter Kerl und daneben auch ein ganz toller Fußballer. Hat nicht zufällig bei uns die Kapitänsbinde und führt unser Team. Und an seiner Seite mein absolutes Idol mit Mehmet Scholl, der wahrscheinlich mein Lieblingsspieler der letzten Jahrzehnte war und ist und den ich immer vergöttern werde. Und dann haben wir noch 3 ganz offensive über die rechte Seite mit Thomas Müller, wo eigentlich niemand weiß, warum der so gut ist, aber ist er nun mal, weil er unheimlich effektiv ist und am Ende des Tages immer ein bisschen was auf den Teller kommt, den ich hier nicht missen möchte. Auf der anderen Seite Ribéry, der hoffentlich zukünftige Weltfußballer, wenn es denn Schweini nicht wird. Von daher möchte ich den hier auch nicht missen. Und im Sturmzentrum einen zweiten Spieler aus meiner jetzigen Mannschaft, der wohl prominenteste Neuzugang mit Erich Adjemang, der übrigens, das möchte ich an der Stelle vielleicht auch mal sagen, völlig allürenfrei ist und einfach auch echt ein dufter Kerl, den man gut um sich haben kann. Unheimlich viel Humor und echt ein klasse Typ. Und bin sehr froh, dass ich den um mich habe und der zu Recht hier Einzug findet in die Top-Weltelf aller Zeiten. Trainiert wird die, das kann nicht anders sein, wer mich kennt, von meinem Mentor und meiner Vorgänger in Dassendorf, der die größten Vereinserfolge abgebildet hat, wo es schwer wird, die Fußstapfen irgendwann zu befüllen. Peter Martens, der mit einer TuS Dassendorf einmal um die Jahrtausendwende Hamburger Meister wurde und auch Hamburger Pokalsieger. Ich durfte jahrelang unter ihm spielen und war dann auch ein Jahr unter ihm Co-Trainer. Das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Wir sind bis heute ganz dick befreundet. Der darf auf keinen Fall fehlen und wir stellen ihm 2 Co-Trainer an die Seite mit Ottmar Hitzfeld und mit Pep Guardiola. Und ich glaube, dann kann er auch mit so einer Mannschaft den ein oder anderen Erfolg einfahren.